Na, du kleiner Hosenscheißer, hast du deine Mami mitgebracht? Aber nicht gleich weinen, wenn die Richterin mit dir schimpft, ne? Sag mal, geht's noch? Ach komm, der Göre wird das Lachen schon noch vergehen. Guten Tag. Hallo. Der Fall Rensing, wo müssen wir da hin? Mhm, schau mal kurz. Ah, hier haben wir schon, Fall Rensing. Saal 214, Sie gehen einfach hier vorne lang, da finden Sie schon. Dankeschön. Bitte. Entschuldigung, wollen Sie Ihren Sohn nicht mitnehmen oder hat der keine Lust? Das ist nicht mein Sohn, das ist mein Mann. Herr Rensing, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Beleidigung der 16-jährigen Schülerin Jacqueline Wolters. Herr Rensing, Ihr Vorname ist Erik. Sie sind am 11.05.1977. 1977 ist richtig. Ich habe mir auch erst mal den Ausweis meines Mandanten zeigen lassen, aber es ist in der Tat so. Ich meine, es ist auch sein Problem, ja. Ja, ich bin wirklich 32, auch wenn ich nicht so aussehe. Ich tue ja schon alles dafür, damit ich ein bisschen älter aussehe, aber das hilft alles nichts. Mittlerweile trage ich ja schon so bescheuerte T-Shirts, damit man mich nicht ständig auf mein Alter anspricht. Das hilft ihm aber auch gerade nicht weiter. Das hätte ich ihm auch sagen können. Herr Rensing, Sie wohnen in Köln-Immendorf, sind verheiratet und haben keine Kinder. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kioskbetreiber in Immendorf. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Angeklagte geriet immer wieder mit der 16-jährigen Jacqueline Wolters aneinander, die einer Jugendgang angehört. Dass er am 20. August 2009 vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, weil er Jacqueline Wolters in den Kofferraum seines Pkw gesperrt hatte, ertrug er nicht. Deshalb schlug er noch am selben Abend das Mädchen mit einer Bierflasche nieder, zog ihr ein Babykostüm an und kettete sie darin mit Handschellen und für jeden sichtbar an einer Bushaltestelle fest. Jacqueline Wolters wurde erst Stunden später befreit. Erik Rensing wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Beleidigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rensing, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben zur Sache machen? Ich will schon aussagen. Ich habe einfach keine Lust mehr, mir das ständig alles gefallen zu lassen. Ja, wobei es hauptsächlich erstmal darum geht, was die Jacqueline Wolters sich hat gefallen lassen müssen. Dieses Foto hat hier ein Mitschüler von Jacqueline Wolters mit seiner Handykamera gemacht. Und zwar am 21. August 2009 morgens, als er zur Bushaltestelle gekommen ist. Und Sie haben damit nichts zu tun? Nein. Und das habe ich doch auch schon bei der Polizei gesagt. Ich bin nach Feierabend vom Kiosk direkt nach Hause gegangen. Und Ende. Ich war das nicht. Wann schließen Sie Ihren Kiosk für gewöhnlich? Um Mitternacht. Und wann haben Sie ihn an jenem Abend geschlossen? Ein bisschen eher, ja. Warum? Mir ging es nicht so gut an dem Abend. Wann ist jetzt ein bisschen eher? Weil um 22.45 Uhr ist Jacqueline niedergeschlagen worden auf dem Weg nach Hause. Haben Sie da schon Feierabend gemacht? Das kommt so ungefähr hin, ja. Da habe ich ungefähr zugemacht. Also Jacqueline und ihre Clique, die haben sich schon gegen halb elf auf dem Spielplatz aufgelöst. Und außerdem Moving Beats, also Moving Beats, so nennen die sich. Ja. Da hatte ich an dem Abend leider nicht so viel Kundschaft. Naja, und wieso sich dann noch unnötig rumquälen, wenn eh nichts los ist? Schildern Sie dem Gericht einfach ruhig mal, dass Ihr Umsatz ganz klar eingebrochen ist, seitdem sich die Clique ihren Kiosk ausgesucht hat. Das kann man quasi, oder in der Nähe aufhält. Ja, also der Spielplatz gegenüber von mir, der ist halt ihr Treffpunkt. Ja, und dann kaufen sie immer Bier und Cola bei mir. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ja, nur mit ihrer lauten Musik aus dem Ghetto-Blaster und ihren blöden Sprüchen, da vergrauen sie mir halt die ganze andere Kundschaft. Ja, und mich nennen sie ein Kleinkind und selber spielen sie Kindergarten. Also ihre Umsätze leiden ganz massiv unter der Clique, die sich da breit gemacht hat. Und sie haben noch ein Mitglied davon ganz besonders auf dem Kieker und das ist die Jacqueline Wolters. Und deshalb haben sie ihren Kiosk an diesem Abend zugemacht, als sie das Mädchen gesehen haben und sind ihr nachgegangen. Glauben Sie wirklich, ich habe nach Feierabend nichts Besseres zu tun? Das kann doch nicht sein, dass so ein Mädchen einmal den Mund aufmachen muss und gleich glaubt man ihr alles. Und ich bin wie immer der Blöde, der noch eins draufkriegt. Ja, also Herr Rensing, Sie brauchen zu sich nach Hause doch höchstens 10 Minuten. Oder wenn Sie sagen, 22.45 Uhr haben Sie das Ding zugemacht, verstehe ich das nicht. Denn Sie sind erst um 23.10 Uhr zu Hause gewesen, das sagt zumindest Ihre Frau. Da habe ich eine Zeitlücke von einer Viertelstunde. Mein Gott, wollen Sie ihm jetzt jede Minute und Sekunde anrechnen? Ich meine, ja, Sie gehen auch vielleicht gelegentlich mal schneller oder mal langsam, machen mal eine Rauchpause oder wie auch immer. Ich bin nicht Frau Tasic, und das wissen Sie ganz genau. Mein Mandant aber nicht, Herr Römer. Also ich will meinen Mandanten nicht mit allem in Schutz nehmen, was er jetzt macht. Ja? Aber ich meine, Jacqueline und er haben einfach eine gemeinsame Vorgeschichte. Und zwar eine Verurteilung just an diesem besagten 20. August. Er beim Strafrichter, die Jacqueline beim Jugendgericht. Gut, die Strafen sind überhaupt nicht ähnlich ausgefallen, sondern sehr unterschiedlich, was den Betroffenen manchmal ja auch ein bisschen schwer zu verklickern ist. War doch wirklich ein Witz, was die gekriegt hat. Ich meine, ich habe die doch auf frischer Tat ertappt. Ja, und das nicht zum ersten oder zum zweiten Mal.
Zum dritten Mal und immer bei mir. Ja, wobei bei diesem Urteil jedenfalls die Mädchen nur ein, die Einbruchsdiebstahl. Es war der dritte Einbruch. Aber es war das erste Mal, dass ich, dass ich dieses Früchtchen auf frischer Tat ertappt habe. Ja? Und wieso? Weil es mir gereicht hat. Weil ich mich auf die Lauer gelegt habe. Und diese Göre ist doch wirklich dreist genug, es sofort eine Woche nach dem zweiten Mal sofort wieder zu versuchen. Die ruinieren mich doch. Ich meine, die beklauen mich am Tag und nachts brechen sie ein. Ja, und ich bleibe natürlich auf den Reparaturkosten sitzen, klar. Sie haben die Jacqueline jedenfalls an diesem 30. Mai gestellt. Und dann? Ja, ich habe sie am Schlawittchen gepackt und ihr gesagt, dass ich die Polizei rufe. Was sonst? Mhm. Ja, sie hat mal sehen sollen, wie die ausgetickt ist. Ja. Hat mich getreten, gebissen, beschimpft. Naja, da blieb mir ja wohl kaum was anderes übrig, als sie in den Kofferraum von meinem Auto im Hinterhof zu packen. Also, was hätte ich tun sollen, ja? Wie lange haben Sie das Mädchen im Kofferraum gelassen, bevor Sie die Polizei benachrichtigt haben? Keine Ahnung, das war schon eine Weile, ja. Mhm. Eben, das war der Punkt. 3 Stunden, ja. Das war nicht mehr gerechtfertigt. Das hat die Sache zur Freiheitsberaubung gemacht. Ja, sehen Sie, also, mein Handy war leer, Ladegerät zu Hause. Ja, ja, ja. Die Telefonzelle um die Ecke war kaputt. Im Kiosk habe ich keinen Telefonanschluss. Ja, und ich kann ja wohl schlecht nachts um 1 Uhr irgendwo klingeln und sagen, Entschuldigung, kann ich mal kurz telefonieren? Geht schlecht, ne? So, dann mussten wir halt ein bisschen warten, bis das erste Taxi vorbeigekommen ist. Ich meine, der Fahrer hat ja auch sofort Bescheid gesagt und da kam ja auch jemand. Ja? Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin da absolut im Recht. Herr Rensing, wenn Sie das hier wirklich weiterhin vertreten wollen, dann hat Ihre Verteidigung es, glaube ich, versäumt, Ihnen das Urteil mal ein bisschen zu erläutern und so ein paar rechtsstaatliche Grundsätze nahezubringen. Der Richter hat das doch vollkommen richtig gesehen. Oder sehen Sie das anders? Das ist eine Freiheitsberaubung gewesen. Das wissen Sie selber. Und mit 900 Euro Geldstrafe, Herr Rensing, sind Sie verdammt gut damit weggekommen. Und das Mädchen stand vom Jugendrichter. Die ist auch jünger als Sie. Und da hat es eben vom Richter beim Jugendgericht geheißen, 30 Arbeitsstunden in einer sozialen Einrichtung. So, und das hat Ihnen natürlich überhaupt nicht gepasst, oder? Das ja. halten Sie für unvertretbar. Ja, da fragt man sich doch wirklich, wo leben wir denn eigentlich? Ja. Ganz im Ernst. Also ich spare mir ein Jahr lang mühsam jeden Cent ab, ja? Damit ich mir für den Kiosk im Winter eine Heizung kaufen kann. Ich habe mir da am letzten Winter den Arsch abgefroren. Ja? Und dann habe ich so viel Geld, dass ich mir eine Heizung kaufen könnte. Und was passiert? Das Früchtchen kommt und macht die Bude leer. Super. Ja? Und was kriegt Jacqueline? Ein paar Sozialstunden im Altersheim, wo sie abwechselnd Kuchen und Kohle von den Omas reingeschoben kriegt. Ja, schönen Dank auch, wirklich. Herr Rensing, ich stimme Ihnen mittlerweile zu. Das Urteil gegen ihn, bei Ihnen, das war ungerecht, das war viel zu milde. Sie haben es nämlich überhaupt nicht kapiert. Sie haben nicht kapiert, was Selbstjustiz ist. Sie haben ja genauso weitergemacht. Dieses Kostüm haben Sie dem Mädchen übergezogen. Und dieses Babykostüm ist ein Kostüm, so wie Sie es verkauft haben zu Karneval 2009 an Ihrem Kiosk. Kann ja kein Zufall sein. Die Handschellen, mit denen das Mädchen an der Bushaltestelle festgebunden wurde. Auch diese Dinger verkaufen Sie an Ihrem Kiosk. Und der Sinn dieser ganzen Veranstaltung ist offensichtlich. Sie werden gehänselt wegen Ihres jugendlichen Aussehens. Insbesondere von Jacqueline Wolters. Und Sie wollten dem Mädchen mal klar machen, wie es ist, schikaniert zu werden, wenn man so auf diese Art und Weise beispielsweise herumläuft. Deshalb haben Sie das gemacht. Und weil die natürlich sich nicht freiwillig in dieses Kostüm begeben hat und sich nicht freiwillig da hat fesseln lassen, haben Sie sie vorher niedergeschlagen. Und zwar mit einer Bierflasche, die Sie auch an Ihrem Kiosk verkaufen. Nein! Herzlichen Glückwunsch, Herr Rensing. So war es nicht. Also dieses scheiß Babykostüm, das kann man doch an jeder Ecke kaufen. Die Handschellen kriegt man überall. Und das Engröder Bier sowieso. Abgesehen davon, der Junge, der zufällig an dieser Haltestelle war, das ist doch nicht irgendwer. Der wollte doch auch am frühen Morgen noch mal seinen Erfolg genießen. Nee, das Ganze war doch seine Revanche dafür, dass die Jacqueline Wolters ihn wenige Tage vorher aus dieser Tanzgang hinaus katapultiert hatte. Diesen Marcel werden wir noch in die Vorrichterwelt in Tasic. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein, nein. Danke. Dann beginnen wir üblich mit den Geschädigten. Jacqueline Wolters, bitte. Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Danke. Frau Wolters, bitte nehmen Sie Platz. Frau Wolters, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Paragraph 55 erlaubt einem zu schweigen. Das heißt, man kann dann sagen, dazu sage ich nichts, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Wolters, Jacqueline ist Ihr Vorname, Sie sind 16 und wohnen gemeinsam mit Ihrer Mutter in Köln-Immendorf. Sie gehen noch zur Schule, habe ich gelesen. Welche Klasse? Ja, 9. Klasse, Grünzweig Realschule, aber nennen Sie mich doch bitte Jackie. Jacqueline hört sich übelst scheiße an. Tja, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich richte mich grundsätzlich nach dem Bundespersonalausweis. Und ich meine, da steht Jacqueline drin, oder? Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nee, zum Glück nicht. Mit dem Milchbubi doch nicht. Außerdem, ich bin hier nicht das Opfer, sondern der. Den mache ich platt. Jacqueline,
Sie reißen sich einfach mal ein bisschen mehr am Riemen hier, sonst werde ich ungemütlich bei solchen Äußerungen. Als Sie an jenem Abend nach Hause gegangen sind, hatten Sie das Gefühl, dass Sie davon jemand verfolgt wurden? Nein, kein Stück. Außerdem hatte ich sowieso schon so einen Hals, weil irgend so dämliche Nachbarn schon wieder die Bullen gerufen haben. Von wegen, wir hatten die Musik wieder zu laut. Die Polizei nehme ich an. Und ab 22 Uhr ist nicht angeblich so laut, sondern ist es wirklich denn da? Ist immer Ruhe angesagt? Wir tanzen immer Streetdance und... Wie soll man da auf ordentliche Beats richtig abgehen? Aber ich denke mal, davon haben die sowieso keinen Plan. Nee. Naja, jedenfalls bin ich dann nach Hause gegangen und ich bin durch den Park gelaufen. Ich weiß, ich hätte auf meine Mutter hören sollen, die hat mir das verboten, aber kein Plan. Ich bin halt da durchgelaufen und dann irgendwann habe ich so eine Stimme gehört von wegen, hier hast du dein blödes Bier. Und dann habe ich nur einen Schlag auf den Kopf gespürt und dann ist mir die Suppe nur noch so übers Gesicht gelaufen. Ja, das war nicht klar. Und warum soll das ausgerechnet er jetzt gewesen sein? Ja, weil das voll passt. Wir haben ihn nicht mal gesehen. Natürlich, das passt voll. Ich war eine Stunde vorher, bin ich bei dem in eine Bude gegangen und wollte mir ein Bier holen. Ja, ich hatte jetzt kein Geld dabei, aber ich bin sowieso Stammkunde bei denen. Hätte mich ruhig mal aufschreiben können. Aber dieser Spießer meinte so, nö, mach ich nicht. Aha, also mit anderen Worten, dieser Täter, den Sie nicht gesehen haben, das muss er gewesen sein. Und der es auch noch gewagt hat, nicht für Sie anzuschreiben, obwohl er eigentlich Ihnen dieses üppige Urteil vorher erhalten hat, zu verdanken hat, oder nicht? Ich hatte eine Platzwunde. Ich musste mit 6 Stichen genäht werden. Das war kein Spaß. Und außerdem habe ich seine schäbige Stimme doch erkannt. Das muss der gewesen sein, das passt voll. Gucken Sie sich den nochmal an. Gut, wann sind Sie denn wieder zu sich gekommen? Ja... Das muss so 1 Uhr nachts gewesen sein, weil ich habe die Kirchturmglocke gehört und ich wusste zuerst gar nicht, wo ich bin. Ich war total orientierungslos und dann habe ich erkannt, ich bin an der Bushaltestelle, wo ich jeden Morgen mit zur Schule fahre. Und ja, ich habe rumgeschrien wie bescheuert und um Hilfe und dann ging mein Handy, aber ich konnte ja nicht rangehen, weil ich irgendwo mit Handschellen befestigt war. Und wissen Sie, was das für ein Gefühl ist? Ich hatte so einen Schiss und dann bin ich wahrscheinlich vor lauter Aufregung und Schmerzen wieder ohnmächtig geworden. Was ist das Nächste, an das Sie sich erinnern, Jacqueline? Ja, dann bin ich wieder wach geworden und morgens irgendwann, das muss 7 Uhr gewesen sein, weil die ganzen Schüler kamen zur Haltestelle und denen ist nichts Besseres eingefallen, als Videos von mir zu machen und Fotos. Wissen Sie, wie peinlich das war? Die gab es wochenlang noch auf sämtlichen Homepages zu sehen. Erst als mein Rektor dann ein Machtwort gesprochen hat, da hat das ein bisschen nachgelassen und Hilfe bekam ich auch erst dann, als der Busfahrer kam und die Polizei gerufen hat. Das Ganze war am 20. bzw. dieses 20. 21. August. Wobei ich sagen muss, dass dieser 20. August überhaupt ein ereignisreicher Tag im Leben der beiden Hauptbeteiligten gewesen ist. Morgens hatten sie beide ja noch Gerichtstermine mit natürlich sehr unterschiedlichen Strafen bzw. Maßregeln. Die Staatsanwaltschaft geht ja deshalb davon aus, dass der Angeklagte Selbstjustiz geübt hat, weil er sein Urteil zu hart gefunden hat. Zu hartes Urteil? Sag mal, wollen Sie mich verarschen? Er hat mich 3 Stunden lang in seinen verschissenen Kofferraum eingesperrt. Ich habe heute noch, Panikattacken in geschlossenen Räumen. Hatten Sie kein Handy dabei, mit dem Sie um Hilfe rufen konnten? Ja, sicher hatte ich ein Handy dabei, aber was glauben Sie, was man im Kofferraum sonst noch hat? Bestimmt keinen Empfang. Ja, und keine Ahnung, seitdem habe ich Panikattacken in geschlossenen Räumen und ich traue mich noch niemals mehr unter dem Assi-Toaster. Gucken Sie mal, wie blass ich bin. Sag mal, ist das dein einziges Problem? Ich habe mein gesamtes Erspartes verloren wegen dir. Nur weil du ein paar Kippen und ein paar Bier klauen wolltest. Aber uns machst du nicht fertig. Nicht meine Frau und mich auch nicht. Jacqueline, haben Sie auch etwas mit der Ehefrau des Angeklagten zu tun? Nee, ganz bestimmt nicht. Die ist zwar Lehrerin bei uns an der Schule, aber ich habe keinen Unterricht bei der oder so. Einmal hat sie eine Rensing mit zum Schulfest genommen und kein Plan. Dann irgendwann im Sommer hat er dann seinen Kiosk geöffnet, aber der ist eine richtige Lachnummer, ehrlich. Hör doch auf. Ich trau mich ja kaum noch auf die Straße. Wieso das denn nicht, Herr Rensing? Weil ich im Supermarkt meinen Ausweis vorzeigen muss, wenn ich Alkohol kaufen will. Ja? Weil ich in der Diskothek um 12 gefilzt werde, ob ich überhaupt noch da sein darf. Da. Und das Allerschlimmste ist, wenn ich auf offener Straße meine Frau einfach mal in den Arm nehmen und küssen will. Ich meine, die Leute bleiben alle stehen und tuscheln. Das ist für meine Frau auch nicht gerade schön. Herrgott, Herr Rensing, schlimm wäre es, wenn Sie mit Ihrer Frau beim Metzger stehen und der gibt Ihnen ein Stückchen Wurst für den Kleinen sozusagen. Dann wäre es schlimm. Aber ich verstehe jetzt, warum Sie wollten, dass sie kapiert, wie man unter solchen Sticheleien leidet, oder nicht? Darum ging es Ihnen. Deshalb haben Sie das Ganze doch gemacht. Sie wollten dir zeigen, wie es ist, wenn andere über einen lachen. Mein Mandant ist ein erwachsener Mann, Herr Römer. Er benimmt sich aber nicht so, Frau Tasic. Diese Tat trägt ganz klar die Handschrift eines pubertierenden Teenies, mein Gott. Und das ist die nämlich von dem Marcel, diesem rausgeworfenen Gangmitglied. Moment mal, der tut doch nur so, als wäre der 32, damit seine Frau sich nicht strafbar macht. Wegen Vergehen an Minderjährigen.
Sag mal, spinnst du? Achso, ich bin also gar nicht 32. Und wieso steht das dann auf meinem Ausweis? Komisch, oder? Wo ist denn mein Portemonnaie? Das hat mir diese Göre da draußen aus der Tasche gezogen. Hast du einen Schaden? Soll sie das gemacht haben, ohne dass sie es merken? Ja, die ist die ganze Zeit so um mich rumgetänzelt und hat mir auf den Po gehauen. Stimmt das, Jacqueline? Ja. Hat mir auf den Po gehauen, ja und? Aber sonst geht's Ihnen noch gut, oder? Wie finden Sie das eigentlich, wenn das ein Mann bei Ihnen macht? Das ist doch glasklar eine Beleidigung. Beleidigung. Und das wissen Sie auch. Sorry, Mann, kommt nicht mehr vor. Aha. Was ist mit dem Portemonnaie? Ja, habe ich nicht. Ich hab überhaupt nichts dabei. Hier. Entschuldigung, vielleicht haben Sie das Portemonnaie auch irgendwo verloren oder Sie haben es irgendwo liegen lassen. Nee. Das kommt ja schon mal vor. Nee. Herr Bauer? Immer die anderen. Herr Bauer, der Angeklagte vermisst sein Portemonnaie, das er direkt vor der Verhandlung noch gehabt haben will. Könnten Sie mal nachfragen, ob es irgendwo abgegeben worden ist? Kann ich machen. Ja, danke, Herr Bauer. Naja, also vielleicht habe ich es auch irgendwo liegen gelassen oder es ist mir runtergefallen. Weiß ich jetzt nicht, aber ich fühle mich halt total unsicher, sobald diese Person in meiner Nähe ist. Ich meine, die hat schon dreimal bei mir eingebrochen, ja? Kannst du nicht zählen, oder was? Einmal habe ich bei dir eingebrochen. Dreimal war es, Jacqueline. Übertreib die Lage nicht. Dreimal. Und zweimal hast du Kinderarbeit auf meinen Rollladen gespuckt. Du bist doch kriminell. Ich habe gar keinen Plan, wovon du redest. Halt einfach deinen Mund. Natürlich warst du das. Du hast doch keine Ahnung, was das kostet, das wegmachen zu lassen. Ja? Und die gesamte andere Kundschaft machst du mir kaputt. Ich meine, der Kiosk, der ist doch meine Existenz. Ja, ich krieg doch sonst keinen Job mehr. Was haben Sie gemacht, bevor Sie diesen Kiosk übernommen haben? Ich bin gelernter IT-Berater. Aber die werden doch eigentlich immer gesucht, oder nicht? Das sind immer Jobs. Ja, schon, aber die Stelle bei der Unternehmensberatung, bei der ich tätig war, die habe ich nur bekommen, weil mein Vater den Chef kannte. Und die sind dann im Januar 2008 pleite gegangen. Ja, dann stand ich da und war arbeitslos. Und Sie haben sich eigentlich vergeblich nach Arbeit bemüht, ne? Ja, ich hab massig Bewerbung geschrieben, ja. Zig Anschreiben. Aber es hieß immer, mit meinem Aussehen sei ich als Berater nicht, würde man mich nicht ernst nehmen. Ja, und habe ich mit meiner Frau hin und her überlegt. Und dann sind wir halt auf die Idee mit dem Kiosk gekommen. Mhm. Gut. Noch Fragen an Jacqueline Wolters. Nein. Dann Denise Rensing, bitte. Jacqueline, Sie nehmen an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt vereidigt. Frau Rensing, bitte nehmen Sie Platz. Frau Rensing, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nämlich an, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Denise ist Ihr Vorname, Sie sind 35 Jahre alt und wohnen in Köln-Immendorf. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrerin, ich unterrichte auf der Grünzweig-Realschule Deutsch und Physik. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, das heißt, Sie können Aussagen noch sprechen. Wie wollen Sie es halten? Ich sag aus, mein Mann ist unschuldig. Diese Jacqueline lügt leider wie gedruckt. Also inzwischen ist dieses Mädchen rotes Tuch für uns beide. Ist Jacqueline Ihre Schülerin mal gewesen? Nee, das nicht, aber mein Mann hat mir ja auch genug über sie erzählt, ne? Auch. Wer sonst noch? Ja, Jacqueline ist mir schon wesentlich früher aufgefallen. Also noch bevor sie meinen Erik als ihr Opfer ausgesucht hat, ja? Als die in die 5. Klasse ging, haben meine Kollegen sich schon alle über die beschwert, ständig. Ja, und seit sie meinen Erik da ständig ärgert wegen seines jungen Aussehens, da habe ich sie natürlich schon ein bisschen auf dem Kieker, sie und ihre Clique. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, ja? Wir zwei haben überhaupt gar kein Problem. Aber dieses Fräulein da hinten meint, sie muss ständig kommentieren, dass mein Mann so erfrischend jugendlich aussieht, ja? Ob ihr Mann mit seinem jugendlichen Aussehen nicht selber auch irgendwelche Probleme hat oder sie damit, weiß ich nicht. Und Sie haben wirklich keins damit, Frau Hansing? Naja, wissen Sie, natürlich, ich finde das einfach völlig hirnlos, wenn irgendwelche Leute meinen, mich als pervers bezeichnen zu müssen, weil ich angeblich mich an Minderjährigen vergreife. Ja? Also das finde ich schon eine Frechheit. Andererseits, so eine Handvoll Pubertierende, das ist mir völlig wurscht, ob die zu mir sagen, ich bin seine Mutter. Ja? Das macht mir wirklich nichts aus. Ja? Und wenn mal jemand komisch guckt, wenn er seinen Ausweis vorzeigt, weil sie denken, der ist gefälscht, ja mein Gott, das ist auch nicht so schlimm, das ist meistens problemlos. Also meistens? Wann? Nicht? Oder wann? Naja, Januar 2009, da war halt so eine Sache, da hat mein Mann sein Portemonnaie samt Ausweis verloren. Ach. Und ich hatte einen Autounfall, war im Krankenhaus.
Und ja, da haben die Krankenschwestern halt gemeint, ihm keine Auskunft geben zu müssen über meinen Gesundheitszustand, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er wirklich mein Mann ist. Na, und selbst als er seinen vorläufigen Ausweis vorgezeigt hat, da haben sie gemeint, der wäre selbst gebastelt. Frau Rensing, das jugendliche Aussehen ihres Mannes belastet ihn anscheinend. Das heißt, er hat damit wirklich ein Problem. Und dann kommen da auch noch eine Gruppe von Jugendlichen dazu, um die Jacqueline Wolters. Die schikanieren ihn, unter anderem auch wegen dieses Aussehen. Das kann ich nachvollziehen. Aber warum greift er zu diesen Mitteln? Warum? Ja, ich möchte mal gerne wissen, warum Sie immer darauf beharren, wenn Sie das nicht beweisen können. Mal ein ganz anderes Thema. Ich meine, glauben Sie es mir, hat aus dieser Kofferraumgeschichte hat er auf jeden Fall gelernt, Frau Rensing. Drei Tage vor diesem Vorfall, 17. August, haben Sie ein Gespräch mitbekommen zwischen der Jacqueline Wolters und dem Marcel Gröter, dem ehemaligen Gangmitglied. Wenn Sie da mal was zu sagen haben. Ja, ganz genau. Ich hatte nämlich damals Pausenhofaufsicht und da habe ich ganz genau gehört, wie diese Jacqueline zu dem Marcel gesagt hat, er soll die Oma, die jeden Tag am Schulgebäude vorbeiläuft, weil sie zum Einkaufen geht, am Mittag soll er die ausrauben. Und wenn er das nicht macht, dann würde sie ihn aus der Gang schmeißen. Wie hat denn Marcel Gröter darauf reagiert? Ja, Gott sei Dank, der hat gesagt, das macht er auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Ja, und dann hat Jacqueline zu ihm gesagt, gut, bist du raus aus der Gang. Jacqueline ist da Voraussetzung, um bei dieser Gang Mitglied zu sein, dass man ältere Damen berauben muss, oder was? Ganz sicher nicht, da haben Sie was falsch verstanden. Hab ich nicht. Die einzige Voraussetzung ist, dass man gut tanzen kann. Ja, dann frage ich mich, warum Sie Marcel Gröter aus der Clique geschmissen haben. Ja, dann denken Sie mal scharf nach, weil er ein Loser ist und nicht tanzen kann. Und das fand nicht nur ich so, sondern die ganze Clique. Das ist einfach gelogen, Jacqueline. Soweit ich weiß, ist das ein hervorragender Streetdancer. Ich glaube nicht, dass Sie die Ahnung davon haben. Allerdings, und das weiß ich ganz genau, ich meine, ich kenne Marcel lang genug, der ist schließlich in meiner Klasse, ja? Und dieser Marcel, der hat es wirklich nicht leicht gehabt. Der wurde immer schon gehänselt, ja? Das war ein totaler Außenseiter. Ja, und plötzlich fängt er mit diesem Streetdance an, in der Clique, und war überall angesehen. Der hat Lob bekommen, also besonders bei den Mädchen. Das war richtig super, der hat aufgelebt. Ja, und dann wird er aus der Clique rausgeschmissen. Und was passiert? Also, das war so, er hat dann blöderweise gleich mit dem Tanzen ganz aufgehört. Und das hat ihn richtig mitgenommen. Der hat dann jede Pause auf dem Klo verbracht, sich da irgendwie weggesperrt. Und ja, jetzt ist er wieder da, wo er ganz am Anfang war, ne? Ich meine, es liegt doch damit auf der Hand, dass der Marcel Gröter sich einfach an ihr gerecht hat für diesen Rausschmiss. Ne? Ja, allerdings, das glaube ich auch. Und nach langem Suchen habe ich auch endlich einen Beweis.